Hi, ich bin Lisa, 21 Jahre alt und ich studiere in Münster Mathematik, Physik und Philosophie. Warum? Weil ich es mag. Ich mag es, wenn es am Kern geht, wenn ich Fragen beantworten kann, wenn ich noch ungelöste Probleme lösen kann, wenn ich die Welt verstehen kann. Für Naturwissenschaften habe ich mich eigentlich schon immer interessiert, habe an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen, dann habe ich national und international Jugendforsch gewonnen. Ja, jetzt studiere ich Mathematik, weil ich gemerkt habe, dass es mindestens so schön ist wie die Physik. Weil Mathematik häufig als Sprache benutzt wird in der Naturwissenschaft. David Hume hat gesagt, Philosoph sein, Mensch bleiben. Gleiches gilt für mich für die Naturwissenschaften. Ich brauche meinen Ausgleich zum Studium. Ich spiele seit 11 Jahren Fußball, mittlerweile mit Männern, was sicherlich bereichernd ist, weil man lernt, sich durchzusetzen und sich durchzubeißen. Ansonsten male ich gerne, zeichne gerne. Das ist mir wichtig, um den Kopf auch mal frei zu kriegen, um vielleicht sich danach wieder neu ein Problem zu widmen. Also gerade zum Beispiel in der Mathematik ist Kreativität wichtig. Es geht darum, nicht nach Norm zu denken. Es geht darum, neue Wege zu gehen. Freunde spielen natürlich auch eine große Rolle. Da sind Naturwissenschaftler auch nicht anders als Menschen. Ich hatte keine Probleme damit, als Mädchen in den Wissenschaften Fuß zu fassen. Ich glaube, dass es gar nicht so große Unterschiede gibt. Was wichtig ist in Naturwissenschaften, also ich glaube Neugier, und die sollte man nicht verlieren. Wie Leute reagieren, wenn ich von meinen Studienfächern erzähle? Viele glauben es nicht sofort oder sagen, so siehst du gar nicht aus. Aber wie sieht man aus als Naturwissenschaftler? Wenn ich mehr erzähle, finden es die meisten cool und sagen einfach auch Respekt, ich hätte es nicht geschafft, ich hätte mich nicht getraut. Mit welchem Ziel ich meine Fächer studiere? Guckt euch die Welt an, ich will sie verstehen.